Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Wanderung. Wir befinden uns hier in Düsseldorf-Oberkassel. Ja, hier wird zurzeit die Kirmes aufgebaut. Das war aber jetzt reiner Zufall, dass wir heute hier sind. Und da vorne geht auch schon die Sonne auf, da hinten. Jetzt müssen wir mal gucken, ja. Wo geht es heute hin? Ich lese das wieder ab. Wir laufen jetzt zur Oberkasseler Brücke, gehen rüber in die Altstadt. Dann geht es in die Stadtmitte und nach Düsseldorf-Flingern, Pempelfort, Goldsheim und gehen hinten über die Theodor-Heuss-Brücke wieder zurück. Dann kommen wir hier hinten in Niederkassel aus und laufen noch einmal kurz am Rhein hier entlang nach Oberkassel. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los! Ja, wie gesagt, war wirklich Zufall gewesen, dass hier die Kirmes aufgebaut worden ist. Helle, 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 Mann, wir müssen hier rauf. So, wir gehen jetzt hier vorne rauf, jetzt zur Theodor-Heuss-Brücke. Und dann geht's rüber zur Altstadt. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder, ne? Weiter geht's. Jetzt gehen wir rauf hier. Guck mal. So, Pelle, wir gehen hier lang. Lümmelmann, komm. So. Habe ich jetzt gesagt, das ist die Theodor-Heuss-Brücke.
ist natürlich nicht die Theodor-Heuss-Brücke, das ist die Oberkassler-Brücke. Ja, habe ich mich mal wieder vertan. Ach, Pelle, langsam. Siehste, geht doch. Langsam, Pelle. Ein Kerlchen. Das müssen wir hier rüber und steh. Schön steh. Steh, habe ich gesagt. So, und rüber, komm. So ist fein, ne? Pelle, guck mal, hast du ein Leckerchen vergessen? Ham. Ja, und damit sagen wir herzlich willkommen in der Düsseldorfer Altstadt. Ja, wir laufen jetzt, ich mache mal ein bisschen kleiner hier, so einen knappen Kilometer, laufen wir jetzt hier durch die Altstadt und ja, dann sind wir in der Stadtmitte. Ich muss mal gucken, muss mal so ein bisschen improvisieren. Ich wusste ja im Vorfeld nicht genau, wo sind jetzt die Einkaufsstraßen, die Fußgängerzonen und so weiter und so fort. Müssen wir gleich mal gucken. Wir haben ja noch genug Zeit, ne? So, ich würde sagen, weiter geht's. Hier rum. Na komm. So, Pele, komm. Pele. Pelle, komm mal hier, da kommt der Auto, komm. Thank you.
Kilometer 2,3 um 5.57 Uhr. Ja, in der Altstadt haben wir noch die letzten Leute gesehen, die hier noch gefeiert haben, die übrig geblieben sind. Ja, und übrig war auch jede Menge Müll und ist auch jede Menge Polizei und ist auch schön noch überall Videokameras zur Überwachung. Jetzt haben wir hier in dem Park so einen kleinen Teich gefunden, wo der Pille mal trinken kann. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal Richtung Stadtmitte. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was die Tour noch so bringt. Ne? Ne? Bist du fertig, Pelle? Na komm, dann gehen wir weiter, ne? Weiter geht's. Ja, hier im Park ist auch noch so viel Palaver. Ne? Möchte jetzt nicht unbedingt mit dem Pelle reingehen. Obwohl die vielleicht alle auch ganz harmlos sind. Ne? Ja gut. Ne? Ich weiß nicht, hier ist glaube ich irgendwie ein Hotel jetzt hier vorne. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls nobel aus. Wollen wir mal gucken, ne? Was hier los ist.
Kapelle. Komm hier. Komm. So, Kilometer 3,3 um 6.11 Uhr. Ja, das war jetzt die Innenstadt von Düsseldorf. Morgens früh ganz gut. Schön leer, kannst du gut laufen. Ja, aber jetzt hier so kommst, ich weiß nicht, was da vorne sehen kann. Ja, da liegen Obdachlosen und ne, Reichtum und Armut liegen sehr nah beieinander. Ne? Ja, Pell ist heute auch ganz gut drauf. Ja, der schnüffelt hier, schnüffelt da. Ist auch nicht zu langsam. Ist ja auch nicht warm. Wir haben 11 Grad. Und mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht gesagt, wie lang die Tour heute sein wird. 17 Kilometer werden es heute sein. Ja, Pelle, 17 Kilometer, ne? Noch ein bisschen was zu laufen. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? Ich muss gleich schon den ersten Akku wechseln. Ich habe so viel gefilmt. Ja. Aber war ja auch filmenswert. Ich meine, wann kannst du mal mit dem Hund so entspannt durch eine Großstadt gehen? Dann auch durch die City. So, komm, auf geht's. Pelle, einmal rüber. Komm. Pelle, komm rüber. Kilometer 4 um 5.21 Uhr. Wir befinden uns jetzt hier am Düsseldorfer Hauptbahnhof und hier habe ich den Pelle mal vorsichtshalber angeleint, ja, weil ich keinen Ärger bekommen möchte. Ich würde sagen, weiter geht's. So, wir haben gerade den Bahnhof verlassen und ich hätte auch gerne ein paar Aufnahmen da drin im Bahnhof gemacht, aber es war so voll gewesen da und da wimmelte dann auch nur von Polizei und Sicherheitsleuten. Da habe ich mir gedacht, lass es lieber.
Ja. So, was haben wir hier? Weiß ich nicht. Irgendeine Skulptur, keine Ahnung. Aber jetzt muss ich erst mal gucken. Was habe ich gesagt, wo laufen wir jetzt hin? Filgern oder Felgern oder Folgern oder wie heißt das? Kaff jetzt hier? Flingern. Ja, Flingern, kommen wir gleich hin. Ist noch einen knappen Kilometer. Ich würde sagen, weiter geht's. So ruhig, da möchte man glatt flüstern. Ja, habe ich schon gesagt. Heute haben wir 11 Grad Starttemperatur gehabt. 26 soll es heute, glaube ich, werden. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Geh mal rüber. Komm, einmal rüber. Komm rüber. Hele. So, Kilometer 5,1, gerade Akku gewechselt. So, komm her. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier für ein Ding ist. Ja, bin ich nämlich selber mal neugierig. Peter, komm, ich geh mal gucken. Steht das hier irgendwo dran? Zentralpark Office. Sis. Mehrzahl. Ja. Keine Ahnung, sagt mir überhaupt nichts. Ne? Irgendwas ist hier vorne. Landes- und Amtsgericht Düsseldorf. Pelle, kommst du? Wir müssen hier lang. So, siehst du, und ich würde sagen, weiter geht's. Ne? Was haben wir jetzt? 6.36 Uhr. Ja, wir sagen willkommen an einem weiteren Hochhaus. Werdener Straße 10. Oben stand PwC dran. Ja, keine Ahnung, was das heißen soll. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Riegelzeit. Ne, Pelle, Riegel. Riegel, Riegel. Guck mal, Pelle. Riegel. Ach, Pelle, ich sehe schon, da hinten liegt ein Vogel, ein Toter.
Den gucken wir gleich mal an. Oh. Ja, bitte. Bill, du hast wieder gekrümelt. Guck mal da. Na. Guck mal. Hm? Oh, guck mal, Bill, da. Ein Vogel. Oh, Vögelchen, guck mal. Oh, der ist immer groß, sag mal. Der ist immer groß, komm. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? So Leute, was soll ich sagen? Hier reiht sich ein Hochhaus an das andere. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier alles für Bürodinger sind. Ja, hier ist noch dieses PwC-Gebäude, wo wir gerade Regelzeit gemacht haben. Oder drüben. UK-NRW. Was heißt das? Hier ist auch noch PwC. Guck mal. PricewaterhouseCoopers GmbH. Keine Ahnung, Leute. Noch nie von gehört. Da muss ein richtig großes Ding sein, immer. Wir laufen ja schon eine ganze Zeit dran drumherum hier. Und da ist auch ein eigenes Parkhaus. Und da ist die eigene U-Bahn-Station. Ach guck mal, hier ist mal ein schöner Park. Da können wir mal reingehen. Pille, komm, wir gehen mal gucken hier, ne? Eine Pille trinken. Ja, komm, Opa. Komm, ich mach mal die Kamera andersrum. So. U-Bahn-Station, Handelszentrum Moskauer Straße. Dort. Mal, Pille, da sind Gänse. Ich will mich an deiner Stelle nicht mit anlegen. Ja, Pille. Die haben was gegen dich, ne? Ja, kommst du nicht rein, ne? Komm, Blödsinn. Alles viel zu hoch. Ne? Fein machst du das, ne, Pille, komm. Ja, ist eine schöne Parkanlage hier, ne? Leider kann der Pille da nicht in den komischen Tümpel da rein. Ne? Da ist die Kante vorne, die ist so 30 cm hoch. Ja, da kommt er nicht rein. Schade. Na, er muss auch noch eine Stunde warten, ne? Wieder schon nicht sterben von. Weiter geht's.
Bergfeld. Jetzt müssen wir einmal hier rüber gehen. Kilometer 6,4 um 6.54 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen in Flingern. Ja, Flingern ist eingeteilt in Nord und Süd. Wir befinden uns in Flingern Süd, gehen jetzt nach Nord und dann nach Pempelfort. Komischer Name. Ich würde sagen, weiter geht's. Da sitzt das Vögelchenpelle, ne? Ja, bis du guckst, ist er weggeflogen. Komm. Oh, geh nicht in den Metzgerei, komm. Denkst du? Oh, komm. Kilometer 7,2 um 7.04 Uhr. Wir sagen herzlich willkommen in Flingern Nord. Ja, es ist so einen knappen Kilometer noch bis nach, habe ich gesagt, Pempelfort. Danach geht es nach Goldsheim. Und dann gehen wir
über die Theodor-Heuss-Brücke nach Niederkassel. Ja, und dann kann Pelle noch mal reinspringen, wie schon öfters erwähnt. Und dann sind wir schon wieder am Auto. Ne? Pelle, so schnell geht das. Bargel steht da dran. Keine Ahnung. Weiter geht's. Na komm. Wo? Kann man das sehen? Die roten Lampen, die hier leuchten. Die Striche da oben, da sind auch noch Striche. Manche leuchten rot, manche nicht. Ich glaube, ist das so eine binäre Uhr? Ich glaube schon, ne? Ja, der war laut, ne? Wir sind ja schon in Pempelfort. Steht Penny Pempelfort. Ja, dann sage ich herzlich willkommen in Pempelfort bei Kilometer 8,7 um 7.26 Uhr. Auf geht's nach Goldsheim. Ja, ich bin da, mein Schatz, komm. Guck mal, die Kirche. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Es sind hier 97 Straßen, die hier zusammentreffen. Ich glaube, wir müssen da lang. Komm, Pelle, wir gehen hier lang. Hier, wo die schöne Kirche ist, ne? Ja. Ja, Entschuldigung, warte, Leckerchen vergessen, sit, bitte. Ja, du darfst dich bewegen.
wir rüber? Komm. Mal Pelle, kommen wir gar nicht durch, müssen wir wieder zurückgehen. Ja. Dachte jetzt, kommen wir da hinten rum, aber leider nicht. Na, bin ja nur hier rumgegangen, um mir die Kirche anzugucken hier. Ja, aber jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Kilometer 10,9 um 7.56 Uhr und kurz vor Goldsheim muss ich jetzt nochmal den Akku wechseln. Und wir befinden uns hier, da vorne ist das Finanzamt Düsseldorf. Und was das hier für ein Ding ist, habe ich keine Ahnung. Jetzt suche ich gerade meinen Akku. Pille, der passende Akku suche ich. So, da ist der Akku. So, setze ich mal eben hier hin auf den komischen Blumenkasten. Ja. Ah, so, Kamera aus. So, Kamera an. Akku ist gewechselt. Ah, warte mal, einen Moment. Pelle gibt noch ein Leckerchen. Zack. So. Wir gehen jetzt hier vorne auf den Kennedy-Damm. Das ist die Hauptstraße da vorne. Gehen wir einmal links rum. Und, ah nee, doch, stimmt. Hä? Doch, stimmt, Kennedy-Damm. Nee, da müssen wir drüber weggehen. Ach, guck mal. Gut, dass ich jetzt gesagt habe, drüber weggehen. Da vorne habe ich nämlich gesehen, ich musste nämlich mal ein kleines Geschäft erledigen. Ja, und dann habe ich gesehen, hier ist so eine Brücke. Hab ich gedacht, hoffentlich sieht mich da keiner. Ne? Wenn jetzt hier einer die Brücke runterkommt, jetzt weiß ich, wofür die Brücke da ist, um die Straße zu überqueren. So einfach geht das, ne? Ja. Jetzt haben wir noch 5,6 Kilometer zu laufen. Und ich würde sagen, weiter geht's nach Goldsheim. Die Brücke ist ganz schön steil hier.
Ja, ich wollte gerade sagen, Golzheim empfängt uns mit so Bürokomplexen, aber das ist wohl ein Hotel. Radisson Blue. Nie gehört. Naja gut, Josef-Gockeln-Straße. 8:04. Und wir laufen jetzt so einen knappen Kilometer noch bis zur Theodor-Heuss-Brücke. Und dann ist es nicht mehr lang bis zum Rhein. Ne, Pilli, kannst du trinken gehen. Ich würde sagen, weiter geht's. So, Kilometer 12,1 um 8.13 Uhr. Wir laufen jetzt hier die Theodor-Heuss-Brücke rauf. Und dann müssen wir gucken. Eigentlich wollte ich auf der anderen Seite rauflaufen, weil da auch mein Abgang ist hinten. Auf der anderen Seite. Aber jetzt versuche ich doch mal hier hoch zu gehen, in der Hoffnung, dass ich da hinten nicht allzu weit wieder zurücklaufen muss. Das heißt, da hinten muss ich jetzt also knapp 300 Meter diese Straße wieder zurücklaufen, unten am Rhein. Und da haben wir keine Lust zu. Und deswegen versuche ich jetzt hier der Entgegenlinienseite zu laufen, in der Hoffnung, dass da so ein genauso schöner Abgang oder Aufgang ist wie hier auch. So, ich würde sagen, weiter geht's, ne? Genau. Sitz. Mach Sitz. Barberhund. Weiter geht's. So, hier kann man jetzt ganz genau sehen. Ich weiß nicht, ob es ersichtlich ist. Da vorne ist der Abgang von der Brücke. So, hier vorne ist der Pelle jetzt am Rhein. Dann gehen wir hier rum. Und da hinten ist die Oberkasseler Brücke. Da gehen wir nachher außen rum. Und sind auch schon wieder im Auto. So schnell geht das. Jawohl, Pelle. Weiter geht's, ne? Ja, genau das, was ich mir gedacht habe. Ja, hier ist leider kein Abgang. Jetzt müssen wir circa 300 Meter in die Richtung laufen und dann wieder 300 Meter zurück. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Naja, willst du machen, ne? Weiter geht's.
Kilometer 13,9 um 8.35 Uhr. Ja, Bill hat sich gerade noch mal ein bisschen erfrischt im Rhein. Hier hinter uns die Theodor-Heuss-Brücke. Gehen jetzt noch so knapp 2,5 Kilometer Richtung Oberkassel und Niederkassel. Und dann sind wir mit dem Auto. Temperatur jetzt im Moment, ja, geht so. Ja, also ist nicht besonders warm. Ist aber auch nicht kalt. Ne? Weht so ein angenehmer Wind. Die wachsen auch gut Brennnesseln, in die ich gerade wieder getreten bin. Ich Blödmann. Ach, Kerl. So ein Mist. So, jetzt gehen wir hier unten noch ein bisschen lang. Pelle, da lang gehen wir. Ne? Komm, Opa. Dann würde ich sagen, halben Stündchen sind wir fertig. Uhr 49, genau 15 Kilometer gelaufen. Wir sind jetzt hier gerade Richtung Niederkassel abgebogen. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wie immer blende ich die Daten für euch gleich noch ein. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Pele, einmal rüber. Komm. Pele, noch rüber.